Zwei wichtige Themen sind die Musterversammlungsstädteverordnung aus dem Jahr 2014 und die Veränderungen, die da vorgenommen worden sind. In dem ersten Paragraphen zum Beispiel, dass Open-Air-Events nicht mehr Teil der Musterversammlungsstättenverordnung sind. Das gibt sehr viele Unsicherheit dann in der Branche. Wie kann ich dann sowas genehmigen lassen? Das ist schon ein großes Problem. Und dann kommt natürlich das Räumungskonzept. Das ist auch ganz neu. Das heißt, Betreiber müssen ein Räumungskonzept entwickeln und müssen auch dieses Räumungskonzept ihren Mitarbeitern kommunizieren, also richtig mit einer Unterweisung. Das sind schon zwei sehr wichtige Themen.